Hey Freunde und willkommen zu The Witch House. Genau, so heißt das Spiel, das uns gerade ein wenig, okay, nicht das Spiel, wir sind niedergeschlagen, ja. Und ihr wahrscheinlich auch jetzt, denn ihr merkt es hier schon, die Blume fehlt. Und wir haben auch schon einige andere Rätsel gelöst, aber Dirkstory, ja, Fraps kleiner, zurückgebliebener Bruder, um den man sich anscheinend etwas mehr kümmern muss, der aber ein wenig besonders ist, das passt eigentlich ganz gut, hat wieder irgendwo selbstständig einfach einen Haken gemacht und gesagt hat, ich nehme jetzt nicht den Spielsound auf, sondern ich nehme jetzt hier diese Pantronics-Kackwurst-Kopfhörer auf, die nicht mal angeschlossen sind. Hat er gesagt, ich nehme sie auf und dann hat er gesagt, oh, die sind ja gar nicht angeschlossen, dann speichere ich die Datei erst gar nicht. Und deswegen zeige ich euch mal, was wir hier so erlebt haben. Es war gar nicht so viel. Die Folge ging zwar 22 Minuten lang, aber ich glaube, 10 Minuten lang haben wir da irgendwie einfach nur rumgerätselt. Wir haben natürlich alle Rätsel sofort verstanden und sofort geschafft. Selbstständig. Bei der Blume haben wir gesagt, ah, okay, Bums, ja, zack, wir müssen Bums machen, zack, und dann Bums weg. Ja, und wir haben auch bemerkt, dass wir vielleicht mehr Speicherstände machen sollten für solche Fälle. Auf jeden Fall haben wir hier die Blume, da gab es irgendwie eine neue Möglichkeit. Plötzlich war sie da. Zwei gab es da. Ja, einmal zum Rausreißen, einmal irgendwas mit P, haben wir einfach rausgerissen. Zack. Bums. Und dann hatten wir die Blütendinger hier. Sind dann hier so herumstolziert. Ja, die und haben sich dann gefreut. So, ja, haben tot. Sich gefreut. Ach, dies ist tot. Und dann haben wir Sand bekommen. Laufen, bitte. Weißen. Weiß dann, irgendwas? Weißen Sand. Na, irgendwas Weißes haben wir. Ja, auf jeden Fall. Puder. Ja, weißes Puder, genau. Dieses genau. Weiße Puder haben wir dem Typen hier gegeben. Mit dem ist. Der, ja. Der kann es irgendwie nicht essen. Oder? Der kann es nicht essen. Der hat gesagt, ich kann es nicht essen. Ich kann es nicht essen, hat er gesagt. Genau. Oh, dammit. Haben wir alles gegeben, aber er wollte richtig, nicht. Richtig. Und dann hat er das hier umgehauen. Fragt mich nicht, wie er es geschafft hat. Auf jeden Fall ist das hier umgeflogen und wir haben es geöffnet. Wir sind nicht gestorben. Wir sind kein einziges Mal gestorben. Doch einmal, als wir verfolgt wurden. Ja, dann kam dann, da so ein Vögelchen und er machte piep, piep. Ich esse alles, aber ich bin unsichtbar. Es war ein schöner Vogel. Und dann ist er hier so lang geflogen und hat das hier. Nein, das hier. Da oben? Laufen, bitte. Hier. Hat er hier das hier weggefressen und dann sind wir hier so rein. Ja, und dann kam dieses Ding. Jetzt kann ich es euch leider nicht zeigen, aber da gab es dann weiter nichts Besonderes, nur so ein Rätsel mit irgendwelchen Totenköpfen. Und da saßen wir wirklich 10, sogar 15 Minuten wahrscheinlich. Ich wollte es dann zusammenschneiden, sowieso. Man sollte einfach nur Totenköpfe so sortieren, irgendwie nach einem Scheiß. Du kennst ja das Buch. Ja, genau, das Buch da. Und also wir haben es auf jeden Fall nicht verstanden. Dann ging da Wasser an, wurden von diesem Skelett verfolgt, war ganz witzig. Das war der einzige Schocker. Dann wurden wir, ja, ich habe den Frosch umgebracht, verdammt, ja. Das sind die Kinder vom Frosch. Das sind die Kinder vom Frosch. My dad's dead. My dad was eaten by a snake. Okay, gut. Und jetzt ist hier Wasser. Mehr haben wir hier noch nicht gefunden. Und deswegen wollten wir dann, was haben wir, noch was? Ach ja, da oben, genau, genau. Das Vögelchen ist dann hier. Man sieht's, da ist es unsichtbar. Dann gibt's hier 15 Sekunden. Denken wir, oh, was ist hier los? Was ist hier los? 15 Sekunden? Oi, wir werden sterben. Oh, wir können es nicht mehr leben. Oh nein. Oh Gott, wir werden echt sterben. Ja, da stand dann sowas wie, ja, irgendwie ein Soldat, Center, der gestorben ist. Center, left, right. Stand right, upper, down, yeah. Okay, klang wie ein Rap-Song. Und jetzt haben wir halt hier Flasche, so ein. Und da haben wir jetzt die Überreste vom weißen. Genau, die Überreste von diesem Vögelchen haben wir genommen. Nee, nicht Vögelchen, Blümchen. Und haben sie. Item bitte. Bottle with petals. Und keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Keine Ahnung. Wir haben sie noch. Doch, haben wir den roten Pflanzen gegeben? Doch, ja. Doch, haben wir alles versucht. Wir haben irgendwie alles jedem gegeben. Ja. Okay, danke. So, und speichern. Na, ich wollte hier unten. So, okay. Und ja, die freuen sich jetzt alle, sind richtig. The Yellow Flowers are having pleasant conversations. Ja, was jetzt? Jetzt haben wir da nur Wasser gemacht. Und hier unten ist immer noch dunkel. Dann gehen wir mal zu den Froschbabys. Zu den Froschbabys? Okay, stimmt, da war es das. Die White Petals, meinst du? Ja. Den vielleicht geben? Ja. Okay. Letter! Don't read. Ach nein, ich dachte, vielleicht war der Brief auch von unserem Vater und dann können wir den vortäuschen, dass der Vater irgendwie denen was geschrieben hat. Ah, was stand hier eigentlich? Ja. Das ist mit den Pflanzen. Können wir nochmal lesen? Ach ja, können wir genau. The flowers are beautiful and can speak. These are their characteristics. The white flowers are most beautiful of the garden, die haben wir getötet. When touched by rain, oddly their petals glow. Glow! Wasser! Yes! Okay, siehst du, so einfach geht's. Hab ich ja gesagt. Ich hoffe, es nimmt auf, ey. Ich habe keinen Bock, das nochmal zu spielen. Willst du kurz gucken? Nein. Ja.
Yes. Ich lebe gefährlich. Fill it up the bottle with water. Okidoki. Können wir das jetzt verscheuchen? Nein. Oh, das Ding nervt, ey. Ich wollte es euch unbedingt zeigen. Ist aber ein süßes Ding. Wir werden sterben, oder? Ich hab's beleidigt. So, speichern. Stimmt, du hast es beleidigt, wenn du gesagt hast, du siehst scheiße aus. Ich hab gesagt, du bist hässlich. Und naja. Es ist auf uns zugerannt. Okay. Bam, 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 bam. Da hat sich eine Type hinter uns wahrscheinlich. Oh Mann, müssen wir jetzt flüchten? Das wäre richtig geil. Können wir rennen? Ja. Kannst du rennen? Okay. Nee, es ist kein Rennen. Nee, wir können nicht rennen. Kannst du nicht, wirklich? Ah, stimmt. Wir sollten auch vorsichtig sein. Lock under the table. Jetzt werden wir gegessen. Von irgendeinem Ding. Von einem Floh. There's nothing underneath. Okay. Einfach mal überall reingucken. Wir sind schon zu sehr gewohnt zu sterben. Ja, richtig. Wir spielen. Das war schon da. Das ja. War schon ja, ihr habt nur geblinzelt, deswegen habt ihr es nicht gesehen. Ja. Ich hab's auch nicht gesehen, aber... Statuen. Ja. Es war in mir. Oh, guck mal, sehr gut. Immerhin war es eine hübsche Frau. Hm. Open lid. It's too heavy. Uh-oh. Open lid. No one inside. Okay. Und wieso ist das andere zu schwer? Weil's festgenagelt wurde. Weil die Leiche dran klebt. Richtig, das kann auch sein. Wegen Kaugummi. Ups, da hat sich einer befickt. Echt? Gesehen. Ja. So. Deine Brille ist neu, deswegen. Ich sehe es nicht. Richtig. Ich sehe jedes kleinste Teil. Oh, da hat sich ein Pixel verändert. Okay, warte mal. Ich sehe die ganze Zeit nur, wie sich immer ein paar Pixel verändern. Achso, du siehst nur einen gelben Pixel und genau. Einen schwarzen. Der läuft irgendwie auf so einen braunen Pixel und alles andere ist schwarz. Das ist ein wunderschönes Leben. Look under the table. Komm schon, da muss etwas geben. There's a small Wurstfudge. Ja, nehmen wir mal. Oh Gott, was ist ein Wristwatch? Das ist eine Armbanduhr. Das war sein Wristwatch. Was ist das? Lebt sie noch? Oh, ich dachte, sie überlebt das. Was müssen wir denn machen? Ja, ich weiß es nicht. Oh Mann. Ich hab doch nichts getan. Ich hab nur einen Wristwatch genommen. Mann, okay, ja, wie... Haben wir das Licht? Ja, wir haben's, okay. Mein Ohr juckt. Okay, gut. Dann machen wir mal Folgendes. Wir werden jetzt nochmal dieses Wristwatch nehmen. Das ist ja hier drüben, genau. Zack. Wristwatch, das ist ein small Wristwatch. Aha. Drauf gucken und dann zurücklegen? Hm. Kann es sein, dass das immer schon ist, wenn wir bald sterben? Also wenn wir gerade etwas machen. Die. Ja, ich glaube, das ist eindeutig, oh, dass man stirbt. Oh, es ist Moment. Die. Es ist Zeit zum Sterben. Okay. Mach weg. So. Nein. Wristwatch. Oh. Okay, nochmal. Wir müssen sterben. There's nothing... Oh, nein. Vielleicht müssen wir irgendwas machen. Das Licht ausmachen. Oh. Aber das ist Auto. Oh. Oh, Mann. Okay, gut. Weg damit. Rennen. Und tot. Bewegen. Laufen, nein. Ist doch irgendwie auffällig, dass es so lange dauert. Ja. Aber vielleicht haben sie es nur sich Mühe ja, gegeben. Ja, wahrscheinlich. War der beste Tod aus dem ganzen Spiel. Ist da unter uns Eis, wenn wir... Nee, wir lassen was fallen. Dieses Bottle-Dings da. Ach so. Okay. Gut, Katze. Frag nicht. Frag einfach nicht, Katze. Warum ich das dritte Mal jetzt hier bin. Dann müssen wir wohl erst was anderes machen. Yeah, ja. Yeah. You don't say. Aber was? Look under the table. There's nothing underneath. Okay. Warte mal. Einmal ganz kurz überlegen. Das Mädchen kannst du vergessen. Ja. Wahrscheinlich versteckt sie sich da drin. Das kann auch sein. Jetzt habe ich es auch gesehen. Er machte so, bupp, ich will zu dir. Ja. Holly nicht weiß, wohin.
Drachenkron. Tag. Gott, ein Jadepipe. Was ist das? Oh, weiß ich nicht. Guck mal nach. Okay. Nein, nein, Item. Ach so. Jadepipe. A green smoking pipe. Ah, okay, gut. Einfach eine Pfeife. Ach so. Wer könnte die... Ah, wir wissen wer. Nein, er nicht. Er kriegt sie nicht. Doch. Nein. Oh, toll. Beide sind offen. Oh, wir werden verfolgt. Mach dich bereit zum Rennen. Auch wenn du nicht rennen kannst. Ich weiß, aber du trotzdem sollst du dich bereit halten. Wenn wir jetzt sterben, bist du trotzdem schuld. Ich wusste gar nicht mehr, dass der Weg so lang war. Alles okay? Na, das Spiel. Konzentrier dich drauf. Es ist gruselig. Ich halt gar nicht mehr auf, ne? Ich dachte, du wärst schon tot. Mach mal Item. Oh nein, wir sind schon tot. Renn nach oben? Ja, tu ich. Haben wir es geschafft? Oh wir Mann, ich dachte, wir müssen die ganze Zeit. Aber wieso sind wir? Mach mal X, mach mal Item. Ah, oh, okay, gut. Wir sahen aber so todmäßig aus. Okay, gut. Ich würde mal. Okay. Ne, haben wir alles. Okay. Die Uhr lassen wir liegen, weil brauchen wir nicht. Jetzt können wir aber nicht mehr zurück. Wir können die Uhr nicht holen. Ne. Zack und ja, gut. Ja, jetzt haben wir eine Jadepipe, aber. Hier steht auch etwas. The hall is poison. Pass with colorless shoes. Vielleicht gibt er uns hier. Ach, das weiße Puder, weil er rauchen bestimmt, oder? Hab ich doch zu dir gesagt. Echt? Ups, das Buch ist zu. Danke fürs Zuhören. Was hast du gesagt? Item? Du kannst jetzt allein rennen. Du bist in Jadepipe. Wer will wohin rennen? Du bist in Jadepipe to the bus. Zack, the person steps up. Oh yes, this is mine. This is mine. So klingt er. The person vanishes into the cell. Oh! Oh, links, links kommt was. Here's someone leaving the other cell. Uh-oh. Was steht da? Da stand doch, and after I hit it to so. Okay, Moment. Okay. It's not locked. Oh man, nein. Okay. Was ist das? Mach dich bereit zum Laufen. Ist das E.T.? To parents, a sick child depends. Some words are too sloppy to make out. Da ist doch irgendetwas drunter. Schuhe. Take. Schuhe! Yes! Aber die sind nicht. Got color. Red shoes, ja. Yeah. Let them bleed. Kann nicht rennen. Oh! Das war kopflos. Ja. Ups, mach mal Item wieder auf. Let them bleed. Ich hab ne Idee. Died completely red. Wear shoes. Okay, mit. Oha. Okay, ich hatte eine andere Idee. Pass auf. Was machst du denn? Dann zeig ich dir. Ich mach das mal spannend, so richtig spannend hier. Mhm. Erstmal eine Yardpipe. Zack. Ja, nimm es hier, komm schon. Genieß es, mein Kumpel. Genieß es. Und jetzt müsst... Ja, genau. Genau, erstmal speichere ich mal. Ups. Und... So, okay. Jetzt rein da. Yeah, open door, please. Yeah. Und jetzt lassen wir unsere Füße bluten. Vielleicht erst, wenn wir die Schuhe aufgehoben haben. Okay, das kann auch sein. Okay, und los. Let them bleed stand da oben, ne? Ja, let them bleed. Lass sie bluten. Ich war sehr schlau von dir. Ja, kannst du Item nochmal gehen? Mhm. Okay, nein. Gut, weg damit. Hm. Vielleicht musst du da drin stehen und die Schuhe dann anziehen. Oh, ich weiß nicht. Was steht da? Oh. You wore them! Ah! Achso, dass wir sie getragen haben, wie Idiot. Oh Mann.
So. Oh, wir können von dieser Seite auch speichern. Na klar. Mal wieder was Neues. Nächste. Nope. Hm. The whole poison pass with colorless shoes. Also schwarz-weißen Schuhen, ne? Colorless ist ja ohne Farbe. Farblos. Genau. Farblos. Ja, farblosen Schuhen. Weiß oder so. Ja, wie kriegen wir die weiß? Upsi. Wir sind anscheinend richtig. Puh, glaubst du? Wenn die Vase schon umfällt? Let them bleed. Oh, warte. Nochmal, hier, Item. Werden die sofort, zieh sie sofort an? Nein, do nothing. Was mit dem Typen hier? Der sagt gar nichts mehr. Sieht sofort mit dem Boss. Okay. Die hier. Mit denen müssen wir noch irgendwas machen. Mit dem haben wir gar nichts gemacht. Machen wir nochmal hier. Zack, Item, Red Shoes. Sterbe ich, ne? Ja, ich sterbe sofort. Okay. Continue. Okay. Dann folgendes. Dann ziehen wir die jetzt mal hier drin an. So. Ne, klappt alles nicht. Einfach so übers Gift gehen können wir auch nicht. Haben wir schon mal getestet in der Aufnahme, die fehlgeschlagen ist. Hm. Oh, warte, vielleicht soll ich sie im Wasser waschen. Ja. Das könnte auch eine Idee sein. Wow, yeah. Wir waschen das Blut ab und alles easy. Zack, washing away the blood, the shoes become clear. Zack. Oh, oh mein Gott. Sind gleich auch tot. Rede mal mit ihm. Rede. Okay. Okay, du kannst nichts dafür. Ah, dafür kannst du aber was, weil... Ich dich abgelenkt. Nein, eigentlich nicht. Ich hab gerannt. Ich bin schuld. Ja, ich hab auch gelenkt. Das ist richtig. Ah, gut, dann waschen trotzdem wir jetzt mal. Trotzdem bist du schuld, weil anscheinend hätte ich dir ja wegrennen können. Richtig. Oh Mann, das heißt, ich muss da oben hinrennen, oder? Nach rechts? Nee, ganz nach oben, dann zu diesem Rätsel. Kann ich euch ganz kurz das Rätsel zeigen wahrscheinlich? Meinst du? Außer der Typ ist jetzt immer vielleicht noch da. Vielleicht verlieben die sich dann. Oh ja, das kann sein. Okay, bereithalten. Ah, der Stuhl hatte ich schon vorgewarnt. Hast du gesehen? Ich kann euch das Rätsel zeigen. Hier. So sah es aus hier. Da haben 4 Totenköpfe gefehlt. Jeweils an jedem Eckpunkt. Da. Und die sollten wir dann halt irgendwie positionieren. Nach vorne, nach rechts, nach links gucken. Und das ist irgendwie ziemlich kompliziert gewesen. Haben wir den verstanden. Aber gut. Wir haben uns die Vase noch gar nicht angeguckt. Welche Vase? Die kaputt gegangen ist. Pff, Vasen sind viel zu neidisch. Okay. Item, Glass Shoes. Ah, Auto. Ja, okay, Auto. Gut. Ich speichere mal ganz kurz. So. Okay. 14 Sekunden. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Warte, erstmal nah zur Seite. Da leuchtet was. Links, rechts. Was siehst du? Oh Gott. Als ob. Wie soll das denn gehen? Wie soll das denn? Das geht doch gar nicht. Vielleicht hättest du nach oben gemusst. Ja, okay, dann machen wir. Mal aus. Da. Können wir echt nicht laufen? Nee. Ah, warte, da fällt da jetzt einer. Upsi. Oh, das sind wir. Ja. Hm. The glass shoes shattered into pieces. Was, wenn ich da unten rechts hingemusst hätte, haben tun? Vielleicht war da das Easter Egg. Es kann sein, aber es hat nicht gereicht. Egal, wir speichern woanders und dann versuchen wir es einfach nochmal irgendwann. Genau. Ich speichere jetzt mal beim Drücken. What the special friend is? Oh. Machen wir hier. Eine, zwei. Die Katze ist unser Freund. Yeah. Unser Alki-Freund. Okay. Dann machen wir jetzt mal einen kleinen Schnitt. Wir sind schon bei 19 Minuten und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wir waren jetzt ein wenig angepisst vom Spiel, weil. Aber wir haben das Beste gegeben, weil natürlich eine Folge einfach für so einen Arsch hier. Das ist doch. Sag du die letzten Worte. Verzeiht ihm, dass er Frösche und Froschbabys tötet. Er meint das nur gut. Ich muss das tun.
musst es tun. Bis dann.